Was geht ab, Leute? Und ein herzliches Willkommen zu unserer F2 2021er Oscar Piastri-Karriere. Und zwar sind wir in Belgien in unseren Hauptrennen angekommen. Und es ist eine mega Rennstrecke. Es macht wirklich Spaß, hier zu fahren. Abonniert gerne den Channel für mehr vom Lance, aber auch gerne für mehr Reactions. Lasst gerne ein Däumchen oben da, falls euch das Video gefällt, natürlich. Und hier haben wir die wunderbare Strecke Spa-Francorchamps, 7004 Meter lang. Und ja, es ist eine Bergauf, Bergabfahrt. Schaut gerne auf Instagram vorbei, links mal unten in der Bio. Und auch gerne auf itz_tobi auf TikTok. Also eine Bergauf, Bergabfahrt mit so spaßigen Kurven. Die Strecke ist legendär. Und deswegen freut es mich immer wieder hier zu fahren. Gerade auch mit der Formel 2. Diese Autos haben hier auch schon Geschichte geschrieben. Armstrong und Tiktum starten aus der ersten Startreihe. Dann haben wir Schwarzmann und Aitken, Vips und Puscher. Dann haben wir Daruwala und Viscal und Sato, Beck, Mann und Lawson, dann Drugovic und Verschoor, Lundgaard und Samaya, Boschung und Fittipaldi, Zendeli und Nissani und in der letzten Startreihe Deledras und Piastri. Ich weiß nicht genau, warum wir nicht vom letzten Platz starten, weil ich eigentlich keinen Qualifying gefahren bin, aber dennoch starte ich vom 22. Blödsinn. Ich starte eben am 22. Tut mir leid, ich habe mich da war gerade ein bisschen brainlost. Wir sind natürlich das 22. Ort, ich bin Piastri. Los geht's hier, der große Preis von Belgien startet. Und wir kommen ja eigentlich sogar gut weg, ab in die erste Kurve, da wird es ein bisschen enger. Aber die ist auch sehr breit. Lassus hier, oh mein Gott, ja, genau. Ich wollte doch darauf noch zurückkommen. Das, ja, gab leider schon traurige Geschichten auf dieser Strecke hier. In Form von Antoine Hubert, der ja tödlich verunglückt ist, 2019. Und trotzdem auch, ja, mein Gott, wir kommen da weit. Die Formel 2 ist dann letztes Jahr, glaube ich, gar nicht hier gefahren, oder? Auch letztens habe ich erst die Formel 2 geguckt in Bahrain. Habe ich sie nicht geguckt, aber in Saudi-Arabien dafür. Und da hast du auch gesehen, so viele neue Gesichter von Hutches über, oh mein Gott, über William. Wir werden hier weggedreht von einem... Ja, dreht uns weg und dann fährt er weiter, der Liam Lawson. Der fährt noch, aber viele, Viscal, Sato, auch Beckmann und so weiter, viele, viele weg aus der Formel 2. Es gibt viele neue Gesichter, viele neue Namen, aber eins ist im Gegensatz zur Formel 1 gleich geblieben, und zwar ist es das Overlay, also das komplette HUD haben sie einfach übernommen vom letzten Jahr. Die Formel 1 hatte dann einen Refresh, das Neues bekommen, aber die Formel 2 nichts. Also das ist leider ein bisschen traurig. Aber es ist eigentlich egal. Die Formel 2 ist, finde ich, trotzdem ein bisschen spannend auch. Auch hat man gesehen in Bahrain zum Beispiel, wurden da teilweise die Reifen nicht richtig angeschraubt und der ist dann gerade weiter, oder die Reifen sind dann durch die Box gerollt. Das darf natürlich nicht passieren. Ist dann auch in Saudi-Arabien, glaube ich, keine passiert. Bei der Boxenausfahrt gab es noch ein paar Probleme, weil die Autos irgendwie auch nicht einlenken wollten. Viele Verbremser bei der Boxenausfahrt. Ja, die Formel 2 Autos. Die Formel 2 Autos sind ein bisschen, blochiger, will ich sagen. Sie drehen es nicht, also sie haben auch nicht so ein großes Drehmoment wie die Formel 1 Autos. Die sind doch von der Wendigkeit her jetzt nicht leider so stark wie die Formel 1 Autos. Gucken wir uns hier nochmal die Start-Replay an. Und ich glaube, da ist der Gelbe vorbei und der hat aber einen Mega-Start. Also der ist da ohne irgendwas vorbeigezogen, aber kann vielleicht auch Taktik sein, wie wir wissen ja, wer vom ersten Platz in Belgien startet, ist ein bisschen undankbar, weil man verliert da gern mal ab Lassus, kann man ja Vollgas geben, hinten Windschatten und so weiter, ja, da sind wir ein bisschen neben die Strecke gekommen, ich habe dann aber auch nichts dazu gewonnen, deswegen gab es da auch keine Strafe, ich bin auf ein bisschen vom Gas gegangen, nicht zu viel, weil ich wollte auch nicht zu viele Plätze verlieren, und da geht's aber zur Sache, da fahren teilweise vier Autos nebeneinander, aber die Strecke lässt es zu, ja, hier waren wir noch okay drauf, aber dann kam so ein bisschen, ich habe irgendwie eingelenkt, ich war auch vorne, aber wir haben Lawson hier gesandwiched, ich weiß nicht, das war natürlich nicht okay, ich wusste nicht, dass da ganz links noch, ich wusste nicht mal, dass neben mir einer ist, und ich wusste auch nicht, dass da links noch ein bisschen mehr ist. Sala, jetzt Sato vor uns, der auch nicht mehr in der Formel 2, aktuell sehr gut, auch Verschoor und auch, wie heißt denn der gewonnen hat? Ich weiß nicht, tut mir leid, Leute. Lawson auch noch dabei. Gott sei Dank, ich mag den echt, der ist echt sehr, sehr gut. Und hier Rouge rauf, da werden wir gleich von hinten Druck bekommen. Aber nein, wir gehen ein bisschen weiter nach vorne. Jetzt geht's außen hier an Lundgaard vorbei, der zugegebenermaßen jetzt nicht die beste Linie gewählt hat, um ja hier herumzufahren. Auch Viscal draußen. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit aufzählen. Drugovic ist noch dabei. Der hat doch einen Mega-Fight um die Spitze. Soll
Und hier, jetzt, da wurden auch viele Änderungen gemacht in Belgien. Unter anderem hat man hier Kiespads ein bisschen hinzugefügt. Die Rouge wurde wieder mal ein bisschen entschärft. Und ja, auch so und so kleinere Änderungen. Da dreht es einfach mal so weg, der ja jetzt schon in der Formel 1 herumfährt. Also der Joe, sorry. Ich habe immer so zu ihm gesagt. Ich finde das viel süßer. Ich meine süß, no homo. Aber ich finde das immer ein bisschen süßer, wenn man so Su sagt und nicht so Joe. Er ist jetzt kein Joe, sondern er ist für mich ein Su. Und das fand ich auch immer cool, diesen Namen. Aber ja, natürlich muss man sagen, wenn er zu sich selbst Joe sagt, dann muss man das auch so akzeptieren. Ich glaube auch nicht, dass der Name komplett ausgewählt ist. Das ist der Name, den die Formel 1 für die TV-Bilder genommen hat. Also wahrscheinlich hat er einen viel längeren Namen, der aber nicht so schön ersichtlich ist wie die Formel 1. Deswegen hat man ihm da einen einfacheren Namen gegeben. Verstehe ich nicht genau. Also mag das auch nicht, dass man sich da umentschieden hat. Sein richtiger Name ist... wir gucken gleich mal. Ja, hier Rouge auf. Wow. Bombenmäßig. Sein Name ist... Ja, den schreibt man eigentlich genau so. Also ohne... die ganzen Striche hat man weggelassen. Aber eigentlich ist das auch in Wikipedia sein Original. So, und wir kommen hier mit einem Mega-Überschuss an Daro Waller dran. Ja, aber trotzdem ist er da mit der Nase vorne. Aber das war fair. Das ist der andere Red Bull-Pilot, der uns hier ordentlich Platz lässt, auch schön vorbeilässt. Und da kann ich noch nicht sagen, das war sehr toller Fight hier mit ihm. So, Leute, und wir kommen hier eigentlich ziemlich gut dran. Natürlich Backman und so weiter. Ein paar müssen noch in die Box. Nein, Blödsinn, Box. Doch, Box, Blödsinn. Ja, Mann, ich bin ein bisschen los gerade aktuell. Ein paar biegen jetzt noch in die Box ab. Und wir gehen jetzt auch in die Box mit hinter Drugovic, Aitken. Ich glaube, Beckmann ist vor uns in die Box gefahren. Trotzdem wird es sehr spannend werden, wo wir wieder rauskommen. Also ich denke mal eher so im hinteren Mittelfeld. Ja, und so ist es auch. Leider 14. Platz. Das ist ja semi-optimal. Wir kommen hier hinter Drugovic. Ah, Puscher jetzt auf einmal raus. Daro Waller und auch Viscal waren schon in der Box eine Runde vor mir. Die haben es nicht geschafft, den Undercut. Sie haben den Undercut nicht geschafft. Aber die sind verdammt nah jetzt dran. Beide innerhalb von einer Sekunde. Das heißt, ja, ich bekomme kein DS, aber die beiden schon. Ich muss jetzt mich hier echt sputen, bergauf. Ja, ein bisschen Zeit konnte ich gut machen, aber jetzt drehen die das DS auf und jetzt verliere ich. 13. noch, 2,6, ja, die Doppelstriche, aber es geht sich gerade noch so aus, weil, denke ich mal, auch Viscal, Daro Waller in den, ins Visier genommen hat. Und jetzt sind wir hier an Puccia 0 dran. Nichts hat sich mehr getan, außer dass, ja, eine kleine Gruppe noch in die Box abgebogen ist, sind wir jetzt wieder auf den 8. Platz vorgerückt. Aber überholt haben wir leider noch keinen, hier ein bisschen zu weit drüber gekommen in Blanchimont. So, Busstop. Eigentlich eine der besten Möglichkeiten, hier rein zu bremsen. Und so ist es auch. Wir sind ja gut weggekommen. Im letzten Rennen nicht so viel Glück gehabt hier. Also, ja, gerade in der letzten Kurve ein bisschen zu weit rausgekommen. Fast den zweiten Platz verloren. Aber trotzdem kommen wir hier schön durch. 7. Platz jetzt wieder. Backman jetzt vor uns. Wir haben irgendwie in der Box einen Platz verloren. Also so aufs Weite gesehen. Und jetzt kommen wir näher. Backman immer näher hier ans Heck dran. Und auch der Teamkollege fährt da direkt vor ihm, Juri Vips. Ich weiß nicht genau, warum die ein komplett anderes Design haben, aber nein, das ist nicht der Teamkollege, Blödsinn. Und jetzt, ja, Schwarzmann auf dem 4. Platz. Ich hoffe, wir schaffen auch die Top 3. Also auch, aber ich hoffe, wir schaffen die Top 3. Und hier, Davogage, perfekt. Ja, ich möchte hier auch nicht die Track Limits ausreizen. Beim Rausbeschleunigen nehme ich immer gerne den Körper mit, weil dann bleibt das Auto eher ruhiger. Und jetzt Rouge rauf. Gelb und direkt Juri Vips mit einem Motorschaden. Hier klatschen wir ihn fast rein. Ich musste hier kurz nachgucken, ob hier kein Flügelschaden ist. Gott sei Dank nicht, aber ich habe damit gar nicht gerechnet. Der hat ja wirklich innerhalb von 1-2 Sekunden Motorschaden und direkt gleich stehen geblieben neben der Strecke. Und das war echt für mich echt ein bisschen unerwartet auf jeden Fall. Und jetzt hier an Schwarzmann vorbei, den wir hier ja mit einem leichten Verbremser überholen. Ja, wir bleiben vorne. Es ist alles fair gelaufen, würde ich mal sagen. Ich habe links angetäuscht, dann rechts reingezogen. Und dann habe ich mich leider verbremst für meine eigenen, ja, perfekten Strategie. Aitken und Armstrong vor mir. Ich denke mal, dass wir nicht TikTok auf dem ersten Platz bekommen werden. Ja, mit denen hatten wir auch eine Auseinandersetzung im letzten Rennen. Wer sich noch erinnern kann, oben rechts habe ich auch verlinkt. Aber das werden wir nicht schaffen. So, hier Busstop. Und wir kommen Aitken immer noch näher. Das wäre immerhin noch ein Podium. Das würde mich echt freuen, wenn wir das schaffen. In gerade Belgien. Eine Strecke, die verdammt schön ist. Und ich werde hier ein bisschen, ja,
bisschen zu hibbelig, fahre da gleich über den Curb drüber. Na, Track Limits sind hier echt, echt hardcore, muss man sagen. Und jetzt jagen wir Aitken die letzten drei Runden lang. Oder sagen wir zweieinhalb. Aitken hier im Windschatten wunderbar dran. Aber wage ich es im Busstop schon reinzustechen? Und ich, kranker Psychopath, wage es hier tatsächlich. Und das ist halt einfach so asi. Man fährt hier einfach quer durch und lenkt dann ganz eng links ein, weil das sowieso nur so eine langsame Kurve ist. Und wir bleiben hier vor Aitken und haben uns das Podium verdient. 13. Runde, Leute. Und wir haben es noch geschafft, an Armstrong dran zu kommen. Wenn wir das überholen und über der letzten Schikane schaffen können, wäre das einfach unfassbar. Ein unfassbar perfektes Rennen heute. Ja, ich meine, der Sieg ist nicht drin, aber trotzdem können wir Armstrong noch den zweiten Platz wegschnappen. Und ich täusche hier außen und ich fahre hinten drauf. Ich konnte hier gar nicht mehr weiter. Ich weiß nicht genau, was sein Problem war. War das ein Brake-Test? Und jetzt macht er einfach, guck dich mal, wie assi er verteidigt. Guck dich das mal an. War das ein Brake-Test in der letzten Schikane? Also, ich weiß nicht. Ich wollte nochmal, obwohl, ja, ich muss auch ein bisschen in den Schutz nehmen. Also, ich wollte zuerst links wollen, habe mir dann gedacht, nein, rechts. Habe mir dann, ähnlich wie Ricciardo und Verstappen, wie sie noch beide bei Red Bull waren, ich glaube 2018, wo sie auch aneinander gefahren sind, da wollte auch Ricciardo links vorbei, hat gesehen, nein, das geht sich nicht aus, wollte dann nochmal rechts rüberziehen und die sind dann voll hinten drauf gefahren. Ich denke mal, so ähnlich war es bei uns auch. Eigentlich wollte ich ja links vorbei und habe mich dann wahrscheinlich auch ein bisschen verschätzt wie Kimi in Mugello, nein, wo war das? Imola, glaube ich. Nein, Mugello war das. Hat der sich ja da auch verschätzt. Aber trotzdem, hier eine wunderbare Strecke, hat Spaß gemacht, hat Gott sei Dank keinem irgendwas mehr gekostet, auch keine Strafen gegeben. Die Kurve wurde ein bisschen verändert in der aktuellen Formel 1. Wir werden da auch auf TikTok drauf reagieren. Schaut da unbedingt gern vorbei. Ich muss da drauf reagieren. Die haben eine der besten, vielleicht sogar die beste Strecke im Kalender geändert nach Monaco. Und TikTok gewinnt hier. Nachdem wir ja letztes Rennen nicht gut aneinander geraten sind, stehen wir jetzt wieder nebeneinander auf dem Podium. Ich finde irgendwie nice. Er steht mit zwei Australiern drauf. Nein, das ist nicht nur Australien, Neuseeländer, sorry. Neuseeland und Australien. War ein tolles Rennen auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ja, es war bombastik. Gucken wir nochmal die kurze, das ist der alte Pass nochmal. Gucken wir uns noch hier den, ja, WM-Stand an. An 55. Na, Blödsinn, Mann. Fünfter Platz ist Schwarzmann geworden und wir haben das Podium doch noch erreicht mit dem dritten Platz. Die schnellste Runde war ordentlich. Wir waren da eine Sekunde schneller als der erste, obwohl ich hier auf 99 Schwierigkeit fahre. Das ist sagenhaft. Also wirklich perfekt. Besser geht's fast nicht, außer natürlich der Sieg, aber das war nicht drin. Ihr wisst, es war heute nicht drin. Abonniert gerne den Channel kostenlos. Schaut gerne auf IT-Gaming auf Instagram vorbei, auch gerne auf IT-JT auf TikTok und auch gerne auf It's-Tobi auf TikTok. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Links wie immer alle unten in der Bio. Abonniert gerne den Channel kostenlos und lasst auch gerne ein Däumchen herum da. Wir sehen uns hoffentlich später auf TikTok oder hier. Morgen, ciao. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.